Wir sind hier bei Gemeinsam für Hamburg auf Sendung mit einem ganz speziellen Programm in unserer aktuellen Corona-Situation. Wir wollten mal ins Gespräch kommen mit zwei Politikern, weil viele von uns bewegen ja Fragen rund um die Pandemie und vor allen Dingen die Pandemiebewältigung. Und da haben wir uns gedacht, das wäre doch mal ein Thema, mit dem wir uns direkt und konkret an zwei Volksvertreter wenden dürfen. Mein Name ist Matthias Wolf, wir senden hier aus der Elimkirche in Hamburg und ich begrüße alle Zuschauer sehr herzlich und möchte Ihnen jetzt unsere Gäste hier vorstellen. Neben mir sitzt Christoph de Vries von der CDU, er ist Mitglied des Deutschen Bundestages, dort natürlich auch in verschiedenen Ausschüssen tätig. Und ob Sie noch irgendwelche Nebentätigkeiten haben, das können Sie uns ja mal selbst sagen. Ja, das ist ja im Moment eine sehr spannende Frage, aber ich kann für mich sagen, ich habe immer gesagt, ich widme mich mit voller Kraft und voller Zeit dem Bundestagsmandat zum Wohle des Volkes, so wie das ja auch über dem Portal des Bundestags steht. Insofern habe ich keine Nebentätigkeiten und auch keine Nebeneinkünfte. Und was waren Sie vorher vom Beruf? Ja, ich war ja wie der Kollege Wisocki, gehörte ich auch 4 Jahre der hamburgischen Bürgerschaft an, habe dort Familienpolitik gemacht, Kinderschutz, das mache ich auch bis heute ehrenamtlich, war 10 Jahre in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte, aber habe das immer nur ehrenamtlich, also oder neben dem eigentlichen Beruf gemacht. Und dort war ich im Grundsatzbereich Haushalt der Finanzbehörde tätig, über viele Jahre Drucksachen gemacht für die Steuerschätzung, anderes. Und bin jetzt erstmalig mit dem Einzug in den Bundestag sozusagen Vollpolitiker. Und damit haben Sie schon übergeleitet zu Herrn Wisocki, Mitglied der hamburgischen Bürgerschaft für die SPD. Und sagen Sie uns noch, wie das mit Ihren Nebenaktivitäten aussieht? Ja, bei mir ist es natürlich etwas anders, weil wir müssen ja Nebeneinkünfte haben, weil wir sind Teilzeitparlamentarier. Das heißt also, dass wir neben der Tätigkeit in der Bürgerschaft, die sehr umfangreich ist, aber immer noch einen sogenannten Brotjob haben, in dem wir eigentlich tätig sind. Der musste aber natürlich reduziert werden aufgrund der Tätigkeit in der Bürgerschaft. Also Sie haben sozusagen einen Halbtagsjob, 12 Stunden Bürgerschaft und dann ist auch gut. Nee, umgekehrt. Also ich habe. Ich meine am Tag. Achso, Sie meinen am Tag. Ja, gut, das kommt nicht ganz hin. Das würde, glaube ich, die physischen Kräfte auch leicht überreizen. Nein, es ist so, dass in der Woche ungefähr 15 bis 20 Stunden, wenn es gut läuft, für meine Tätigkeit bei der Versicherung. Ich bin Schadensachbearbeiter, dort anfällt und der Rest ist dann tatsächlich Bürgerschaft. Und da kommt natürlich dann auch noch zu die Veranstaltungen am Wochenende, so wie heute, sodass man, glaube ich, locker auf 40, 50, das dürfte das damals auch gewesen sein, mit Ausschüssen, Sonderausschüssen, Sonstiges. Aber 40, 50 Stunden kommen da schon locker zusammen, zusätzlich zu den 15. Also dann sind Sie auch mit Schadensbegrenzung befasst. Sowieso, den ganzen Tag und in letzter Zeit seit einem Jahr natürlich ganz besonders. Und jetzt noch mehr. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir können natürlich auch auf Ihre Fragen eingehen. Wir haben nämlich die Möglichkeit, per Mentimeter Fragen hier einzuspielen. Der Link wird eingeblendet, sodass Sie sich auf diese App zugreifen können. Und dann können wir eben Ihre Fragen hier auch sammeln und ab und zu wird dann Herr Kutzner hier, der die Fragen sammelt, auch ins Bild springen und uns mit einigen Fragen, die Sie stellen, hier noch ein bisschen in Schwung bringen. Das ist doch unser Wunsch und dieses interaktive Format haben wir ja ganz bewusst auch gewählt. Ja, wir befinden uns ja in einer schwungvollen Corona-Woche. Also als wir das Gespräch geplant haben, da wussten wir ja noch nicht, was für eine Performance die Regierung uns diese Woche aus Berlin bieten wird. Und ich habe mich manchmal so gefragt, was kriegen Sie eigentlich davon ab, wenn solche etwas unausgewogenen Beschlüsse hin und her gehen? Kriegen Sie dafür Prügel oder bleibt die Prügel in Berlin? Ich frage Sie mal hier als Hamburger Politiker, Herr Wisocki. Also das ist ziemlich unmittelbar, dass wir das, was in Berlin beschlossen wird oder auf der Ministerpräsidentenkonferenz, ziemlich schnell sozusagen dann auch in den politischen Gremien hier haben. In der Fraktion wird diskutiert, wir kriegen Anrufe, die Abgeordnetenbüros laufen voll, wo dann natürlich auch nach dem Sinn von Maßnahmen gefragt wird. Und ich würde es mal so sagen, seit dem, ich glaube, das war der 2. oder 3. März, wo dieser erste Beschluss war, die gegen die steigenden Inzidenzwerte zu lockern, wo das auf der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen worden ist,
seit der Zeit vermehrt, weil im Moment dort natürlich die Schwierigkeit besteht, das tatsächlich nachzuvollziehen. Mhm. Und die Schwierigkeit der Nachvollziehbarkeit hat sich jetzt am Montag jetzt auch wieder ergeben, weil natürlich klar war, dass die Fragen kommen, was ist ein Ruhetag? Und da ich mich in der letzten Bürgerschaft für einen Feiertag eingesetzt habe, war mir klar, das ist mit dem Feiertagsgesetz hier etwas schwierig umzusetzen in der Zeit, die da noch bleibt. Deswegen war ich gespannt auf die Ideen, die uns hier angekündigt worden sind, nach dem Motto, das kriegen wir irgendwie hin. Und dann war das Ergebnis ja, das kriegen wir nicht hin. Und seitdem ist da natürlich, was das Verständnis und was die Beschwerden und die Beschwerdelage betrifft, ist da ein neuer Höhepunkt eingetreten. Das muss man, glaube ich, konstatieren. Ja. Wie geht es Ihnen, Herr de Vries, mit so Beschwerde und Stimmung der Bevölkerung? Ehrlich gesagt, meine Arbeit als Abgeordneter ist seit einem Jahr vollständig durch die Betroffenheit von Menschen tangiert, was Corona anbelangt. Und zwar in den unterschiedlichen Perspektiven, die wir dort haben, Dimensionen, die wir haben, ob das das gesellschaftliche Leben ist. Ich habe einfach unglaublich viele Menschen auch, die wirtschaftlich hart getroffen sind durch diese andauernden Lockdown-Beschlüsse, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht für sie. Das sind auch persönlich harte Momente. Und so ist man, glaube ich, auch manchmal geprägt in seiner Haltung. Ich kann für uns sagen, wir hatten Dienstagabend dann Fraktionssitzung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Das sind immer 246 Abgeordnete. Wir haben die angesichts der Lage zum ersten Mal auch in Präsenz mit Abständen gemacht, alle vorher getestet. Und es gab gewaltigen Widerspruch, viele Wortmeldungen, sehr kritische Wortmeldungen. Und ich glaube auch, dass das dazu geführt hat, dass die Kanzlerin am Folgemorgen einen Teil dieser Beschlüsse korrigiert hat. Zwei Dinge habe ich auch sehr kritisch gesehen. Einmal diesen Ruhetag, den unser Gesetz gar nicht kennt, unser Recht nicht kennt. Das Zweite ist auch die unabgestimmte Aufforderung an die Religionsgemeinschaften gewesen, zu Ostern Gottesdienste in Präsenz zu unterlassen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Miteinander gehabt in dem letzten Jahr mit den Kirchen. Kirchen haben mit sehr viel Verständnis reagiert, aber ich fand auch, das ist keine Art des Umgangs und ich bin auch froh, dass auch das zurückgenommen worden ist. Aber es wäre natürlich besser gewesen, das wäre es gar nicht so beschlossen worden. Und ich glaube einfach, das auch gegenüber Bundesdeutschen Tageszeitung gesagt, ich glaube einfach, dieses Format MPK mit 16 Ministerpräsidenten und der Kanzlerin, die sich da nächtens zusammensetzen und was beschließen, die ist irgendwo an ihr Ende angekommen. Das war richtig, solange wir in dieser Notstandssituation waren, aber jetzt haben wir eine Erfahrung damit. Es passiert eigentlich nichts, was nicht irgendwie eine Woche vorher vorhersehbar ist, auch wenn es Ungewissenheiten gibt über die Wochen. Und deswegen wäre ich sehr dafür, dass wir die Verantwortung in die Hände der Parlamente geben, im Bund, aber auch in den Ländern, weil mich vor allen Dingen auch eins ärgert. Ich erlebe das immer wieder, da werden Beschlüsse gefasst. Es sind keine 3 Stunden vergangen, dann distanzieren sich schon die ersten Ministerpräsidenten wieder von diesen Beschlüssen, tun so, als ob sie damit gar nichts zu tun hätten. Die einen sagen, das ist zu weich, die anderen sagen, das ist zu hart. Der Dritte sagt, ich halte mich aber hier nicht dran. Und vor allen Dingen sagen alle, aber der Bund muss es mal machen. Obwohl 80% eigentlich der Zuständigkeiten in die Länder und in die Kommunen fallen. Und ich glaube, wir haben das in Deutschland eigentlich gut gemacht. Wir können darüber ja im Detail nochmal sprechen insgesamt. Aber wenn jeder auf seiner Ebene dafür sorgen würde, dass er seiner Aufgabe und seiner Verantwortung besser gerecht würde, glaube ich, wären wir auch in der Pandemiebewältigung noch ein Stück weiter und hätten auch weniger Ansehensverlust, als wir im Moment erleben. Und was sagen Sie? Ja. Zwei Ergänzungen. Also ich habe die Bitten durchaus für richtig gehalten. Wir haben auch innerhalb meiner Kirchengemeinde darüber diskutiert, wie das aussieht mit den Gottesdiensten. Aber die Form der Kommunikation war unterirdisch, ganz deutlich. Und auch wir haben in Hamburg ja auch ein sehr gutes Verhältnis zwischen Staat und Kirche. Und insofern wäre das völlig anders denkbar gewesen, ist nicht anders gemacht worden, ist auf diesem Weg gemacht worden, halte ich für grundfalsch und hat auch zu Widerstand geführt, der eigentlich unnötig war, das muss man ganz deutlich sagen. Und natürlich ist es so, dass es bis in unser Leben ja auch reinspielt, weil wie ist es denn mit Urlaub? Bei uns sind jetzt auch sämtliche Urlaube ausgefallen, ob der Sommerurlaub klappt, wissen wir auch nicht. Aber natürlich auch die Situation, insbesondere in den Kitas und Schulen, wo wir uns ja bemühen als Land, irgendeine Strategie zu finden, die möglichst lange aufzuhaben, weil dort die größten Verluste im Moment stattfinden, wirtschaftliche Verluste natürlich dann auch.
Aber wenn das möglich erscheint, dann wäre da eine Strategie unbedingt erforderlich, damit wir das tatsächlich machen können. Aber Sie sind ja nun Parlamentarier und damit auch dazu da, die Regierung zu kontrollieren. Ja. Warum gelingt das denn jetzt nach einem Jahr immer noch nicht so richtig? Ich würde das nicht so stehen lassen, dass das nicht gelingt. So, weil natürlich müssen die ihre Maßnahmen hier rückkoppeln. Wir haben ja sozusagen dann immer die sogenannten Eindämmungsverordnungen. Wir sind, glaube ich, im Moment bei der 36. oder 37. Und natürlich gehen die danach in die Ausschüsse und werden diskutiert. Die vorher finden Diskussionen in den Fraktionen statt. Aber wir sind in Hamburg, jedenfalls kann ich das für Hamburg jetzt erstmal feststellen, im Moment mit einem Bürgermeister ja versehen, der selber Arzt ist, der das sehr vorsichtig sieht und dessen vorsichtige Herangehensweise ich da auch voll teile. Insofern gibt es da weniger vielleicht einen Dissens zu anderen Landesfürsten, die entweder kurz vor Neuwahlen standen, wie in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, oder deren Taktieren uns etwas wundert. Unsere Nachbarländer wundern uns schon, sage ich mal, in einigen Maßnahmen, die getroffen worden sind. Und insofern stehe ich eher auf der Position der oder auf der Seite derjenigen, die sagen, wir müssen in dieser Lage, in der wir im Moment sind, äußerst vorsichtig agieren. Insofern ist der Dissens und die Unterscheidung zwischen Parlament und Regierung hier vielleicht ein bisschen weniger ausgeprägt als in anderen Ländern. Man hört ja viel. Aber ich würde darauf mal gerne eingehen, weil ich die Frage sehr berechtigt finde. Und es ist schon ein Unterschied. Also wir haben ja seit 70 Jahren geregelte parlamentarische Verfahren. Es gibt auch Gesetzentwürfe, die werden in den Ausschüssen beraten im Parlament und dann gibt es Entscheidungen. Und ich glaube schon grundsätzlich, dass das ein Qualitätssiegel politischer Beschlüsse ist, wenn die durch Parlamente gefasst werden. Und es gibt Notstandssituationen, so wie am Anfang der Pandemie, wir hatten das zum Beispiel auch mit der Sturmflut in Hamburg, Helmut Schmidt, nur mal als Stichwort so, da muss gehandelt werden und dann kann man auch nicht lange diskutieren, alles in Ordnung. Aber wir sind jetzt in einer anderen Zeit und wir haben jetzt diese Ad-hoc-Beschlüsse, die dort gefasst wurden, die teilweise unausgegoren sind und deswegen sind sie auch zurückgenommen worden, weil es berechtigte Kritik daran gab und ich glaube, wir hätten schon bessere Beschlüsse und es ist etwas anderes, ob dort irgendwas beschlossen wird, was dann hinterher abgenickt werden kann oder ob es vorher gemeinsam beraten wird. Also ich kann für mich sagen, die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin haben das beschlossen am Montag, dann gab es ein Gewitter, was da losgetreten ist. Und wir haben dann Dienstagnachmittag in der Fraktion erst drüber beschlossen. Da war das Kind aber sozusagen schon im Brunnen gefallen. Und das halte ich von der Reihenfolge inzwischen für falsch. Und ich will noch eins sagen. Es gibt ja auch immer diese, die sagen, ich bin jetzt Team Vorsicht. Da gibt es auch welche in meiner Partei. Und der Bürgermeister in Hamburg gehört auch dazu. Ich finde, das ist aber auch Teil des Problems. Weil natürlich stellen wir den Gesundheitsschutz, den Lebensschutz nach oben. Aber in gewisser Weise wird er auch verabsolutiert. Und ich habe ja bestimmte Dinge angesprochen, Bildung, wirtschaftliche Belange, Existenzen, die daran hängen. Wir könnten unser Gesundheitssystem gar nicht finanzieren, wenn wir nicht auch wirtschaftliche Dynamik hätten. Und ich finde, dass das etwas zu kurz kommt, was auch mit dieser Runde zusammenhängt. Wenn wir das in den Parlamenten machen würden, würden vielleicht andere Belange auch mit einer anderen Brille gesehen werden. Und wir würden vielleicht auch zu Beschlüssen kommen, die gleiche Sicherheit bieten, aber vielleicht ein bisschen innovativer und klüger auch sind als die ständige Verlängerung des Lockdowns. Also Sie würden in diesem Konflikt Lebensschutz oder Freiheit oder auch wirtschaftliche Möglichkeiten versuchen, mehr noch einen Mittelweg zu finden? Ja, ich will es mal an einem Beispiel illustrieren. Wir haben jetzt seit einem Jahr ist die immer gleiche Antwort, wenn die Inzidenzen steigen. Wir schließen den Einzelhandel, Gastronomie und. Sie kennen das alles, Freizeiteinrichtungen. So. Nun haben wir die Situation, dass 80% der Kontakte im Lebensmitteleinzelhandel stattfinden und in den Drogerien, die sind ungeöffnet, weitgehend unkonditioniert, außer dass man eine Maske tragen muss. Und dann kommt der Einzelhändler zu mir und sagt, und ich darf auf 40 Quadratmeter nicht einen Kunden mit einem Negativtest haben, obwohl alle Studien, die zumindest vorliegen, sagen, wir sind keine Infektionstreiber. So, da gibt es natürlich berechtigte Gründe zu sagen, da kommt Mobilität aber auch zustande, da fahren Leute. Nur, dass wir gar keine Lösung für die finden. Und es wird immer gesprochen von Tübingen und Rostock. Wir erleben also Kommunen, die haben geöffnet, verantwortungsvoll, risikoorientiert,
Und die haben niedrigere Inzidenzen, als Hamburg sie hat. Nun ist Hamburg auch eine Metropole, ist auch nicht ganz vergleichbar, aber die haben Inzidenzen, die liegen unter 50 und gleichzeitig haben die Menschen mehr Freiheit. Und das zeigt ja, dass beides nicht zwingend ein Widerspruch und ein Gegensatz sein muss. Und warum kriegen wir das nicht hin für ganz Deutschland? Will ich vielleicht das... An ganz Deutschland liegt es natürlich auch mit, weil die Gefahr natürlich auch besteht, wobei man darüber dann sprechen müsste, wenn aber die einzelnen Landesparlamente darüber entscheiden, kann es eben auch sein, dass wir kein einheitliches Vorgehen haben. Das ist dann klar. So, und insofern besteht darin aber natürlich auch eine Gefahr. Hamburg als Bundesland mit 300.000 Einpendlern jeden Tag aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen hat natürlich auch Situationen zu bewältigen, die nicht alleine in unserer Hand liegen. Wir sind eine Metropole. Die Metropole ist weitaus größer als als die Landesgrenzen, die wir haben. Und insofern sind wir immer auch auf das Verhalten der Landes, unserer Nachbarländer angewiesen, wie sich bestimmte Dinge dann auch entwickeln. Ich will nur mal daran erinnern, dass Helmut Schmidt für die Maßnahmen, die er damals gemacht hat, natürlich kritisiert worden ist mit dem Grundgesetzverstoß. Was fällt dem ein, die Panzer hier einzusetzen, wo das im Grundgesetz überhaupt nur für den Verteidigungsfall geregelt ist? Damit musste er sich dann auch noch auseinandersetzen. Das hat er gut überlebt. Hat ihm nicht geschadet in seiner Karriere. Hat ihm nicht geschadet. So, das sieht bei dieser Pandemie, glaube ich, etwas anders aus. Aber die Situation, die ich höre, ist natürlich die, dass wir natürlich gefragt werden danach, wir hätten gerne Perspektiven. Es muss doch irgendwann einen Ausweg geben aus der Situation. Genau. Wir bewegen uns aber in einer Situation, die wir ja selber nicht überblicken. Die Studienergebnisse, die vorliegen, die Inzidenzwerte, die vorliegen, die Ansteckungsraten, die vorliegen, welche Mutanten da sind, alles das sind Dinge, die wir immer tatsächlich nur in bestimmten Zeitabschnitten überblicken können. Und natürlich kommen Einzelhändler zu uns, natürlich kommen Sportvereine zu uns, die Kirchen kommen zu uns und sagen alle, wir haben hervorragend ausgefeilte Hygienekonzepte und wir halten sie auch alle ein. Bei uns ist noch nie was passiert, genau. Wobei sie das nicht nachvollziehen können. Sie wissen, bei 150 Inzidenz, die wir fast in Hamburg haben, können die Gesundheitsämter nicht mehr nachvollziehen, wo die Ansteckungen herkommen. Aber alle die Dinge zusammengenommen bewirken eben, da wird Mobilität erzeugt. Ich muss irgendwie in die Kirche hin. Ich treffe mich vor der Kirche, ich treffe mich in der Kirche, ich treffe mich nach der Kirche. Was passiert bei Konfirmationen, die jetzt auch ausgesetzt worden sind, zu einem großen Teil? Das sind Familienfeiern. Wo treffen die sich? Wo finden die Familienfeiern denn statt? In Restaurants dürfen sie nicht feiern, zum großen Teil jedenfalls, also finden sie im privaten Raum statt. Das heißt, wir haben eigentlich die Verpflichtung, genau hinzugucken, wie sind diese Werte und welche Möglichkeiten sind denkbar. Wir haben in den Kirchengemeinden auch darüber diskutiert, ob es zum Beispiel eine Öffnung geben könnte mit Tests. Das heißt, dass man auch vor Kirchenbesuchen darüber spricht, ist es möglich, dort die Besucher vorher zu testen oder die legen ein Testergebnis vor und dann wäre das kein Problem, zumindest für die nächsten Stunden. Das Problem bei sowohl Testen als auch bei Impfen ist aber, dass wir mit beiden Strategien nicht so weit sind, dass das eine Strategie ist, die wir tatsächlich machen können. Jedenfalls noch nicht. Und das ist das Problem. Wenn wir hier über Öffnungsstrategien sprechen, müssen wir sozusagen immer gleich einbauen, wie ist die Notbremse. Und das war der Beschluss am 2.3., die Ministerpräsidenten dort gefasst haben, dass unser Bürgermeister, der ja gesagt hat, das macht er mit hörbaren Zähnenknirschen mit, aufgrund auch des Verhaltens der Nachbarländer. Und er hat bestanden darauf, dass die Notbremse eingebaut wird. Und zwei Wochen später mussten wir sie ziehen. Und in dieser Situation sind wir jetzt. Wir haben steigende Inzidenzwerte, wir haben Ansteckungswerte, die im Bund bei 130 sind heute, bei uns bei 150. Das sind Werte, da sind Perspektiven sehr schwer zu vermitteln. Und sie können auch so sein, dass man sagt, wir müssen vielleicht nochmal in einen verschärften Lockdown gehen. Ja, aber was sagen Sie Leuten, denen der Lockdown nicht nur auf den Keks geht, ja, sondern Kinder, deren Beziehungsleben verödet, Gastwirte, die vor dem Ruin stehen, Eltern, die völlig überfordert sind nach 4 Monaten Homeschooling. Also wir sprechen ja nicht nur von Partylöwen oder irgendwelchen Leuten, klar, die jetzt Bock auf andere Sachen haben. Ja. Da muss doch mal eine andere Antwort kommen als immer nur Lockdown, Lockdown, wir müssen noch strenger werden. Ja, aber die Frage, das haben Sie gerade gesagt, was antworten Sie Leuten, wenn Sie uns fragen, wie könnt ihr denn Kitas und Schulen öffnen, was wir im Moment tun, was wir bewusst tun und auch das Risiko uns hier bewusst sind, wenn die neuesten Zahlen ausweisen, wir haben eine Ansteckungsrate bei Jugendlichen und Kindern, die ist exorbitant, ohne Symptome.
So, das heißt, da läuft die Pandemie weiter, da läuft die Ansteckungsrate weiter. So, das heißt, wir müssen eine Strategie da entwickeln, dass wir die als letztes schließen. Das ist jedenfalls der politische Wille, überwiegend in der Bürgerschaft, wenn ich das so richtig einschätzen kann. Aber darüber hinaus, sage ich mal, müssen wir alles vermeiden, was mit Mobilität, Kontakten und sonstigen Dingen zusammen. Es tut mir ja auch leid, dass ich nichts anderes sagen kann, aber genervt sein ist noch keine politische Haltung, sondern aus genervt sein müssen Sie erstmal eine politische Haltung entwickeln. Und wenn solche Modellversuche möglich sind, wie in Rostock und Tübingen, dann sind die nur möglich mit einem wahnsinnigen Testaufwand, den man machen muss und den Sie machen können in Rostock und Tübingen. Das sind Kleinstädte, in Anführungszeichen, Rostock ist ein bisschen größer, Tübingen ist eine Kleinstadt. Haben wir Zuschauer aus Rostock hier? Ja, wir sind die zweitgrößte Metropole hier in der Bundesrepublik. Das heißt, das sind ganz andere Zahlen. Da müssen Sie damit fragen, wie geht man mit den Einpendlern um, wie geht man mit dem Autoverkehr um, wie geht man mit dem Flugreiseverkehr um. Ja, aber ich setze jetzt mal nach. Ich meine, wir haben die Pandemie ja nun seit über 12 Monaten. So ist es. Und dass man testen kann, dass man testen können müsste, das höre ich so in den letzten Wochen. Warum wurde das nicht schon letztes Jahr beschlossen? Sie können viel beschließen, aber umsetzen müssen Sie es dann ja auch noch. Warum ist es so, dass zum Beispiel bei Ländern, die ja durchaus mit uns vergleichbar sind, zum Beispiel in der Schweiz, die haben im Moment das Problem, dass sie Impfstoff bestellt haben, der noch gar nicht zugelassen worden ist. So, da hakt die Impfstrategie ebenfalls. Wir haben uns überwiegend im Ungefähren bewegt. Wir wussten nicht, als wir bestellt haben, wann werden diese Stoffe zugelassen, unter welchen Bedingungen werden sie zugelassen, welche Mengen müsste man haben. Wir haben 200 Millionen Impfdosen bestellt für die gesamte Bundesrepublik, der drei Impfstoffe, die im Moment zugelassen sind. So, das Problem ist, wenn sie nicht geliefert werden, wenn das Bundesgesundheitsministerium sie zählt ab Werk und wir sie erst zählen, wenn sie die Landesgrenze erreicht haben, dann haben Sie ein Problem. Wir können in einem Impfzentrum, was 7.000 Impfungen am Tag machen könnte, können wir im Moment nur 4.000 im Moment machen, weil wir nicht genügend Impfstoff haben. Daraus eine Strategie zu entwickeln, ist ein bisschen schwer. Wenn Testen da wäre, wenn Impfen da wäre, dann könnten wir eine Strategie machen. Also da muss ich jetzt mal einhaken. Ich glaube, man muss das unterscheiden, was man kurzfristig beeinflussen kann und was nicht. Die Impfgeschichte ist so, wie Herr Kollege Wysocki das beschrieben hat. Die Mengen sind bestellt worden in einer Situation der Unsicherheit. Man wusste gar nicht, welcher Impfstoff wird wann zuerst zugelassen. So, das wusste keiner. Ist auch ein bisschen Lotterie damals gewesen. Fakt ist, wir haben genügend Impfstoff bestellt. Und wir werden jetzt die nächsten Monate, im zweiten Quartal, sollen 77 Millionen Impfdosen kommen. Das ist eine gewaltige Menge. Wenn wir das dann schaffen, die Älteren, die Gruppe der 70-Jährigen zu impfen, die darunter, die Gefährdeten, und dann werden wir ein Ende, glaube ich, auch der Virensaison erleben, Ende Mai, wenn wir jetzt nicht noch irgendwelche wahnsinnigen Mutanten kriegen. Das haben wir im letzten Jahr ja auch erlebt nach dem Lockdown. Wir werden eine maßgebliche Entspannung Ende Mai haben, ist meine Prognose Anfang Juni, also irgendwo im Frühsommer. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt klug bis dahin? Genau. Und da ist schon der Ausweg Testen. Und ich will zum Testen mal eins sagen, weil das ist auch was, was mich geärgert hat, auch immer mit diesem Blame Game Bund oder Länder. Ja. Wir wussten zum Beispiel, dass die Menschen in den Pflegeheimen besonders gefährdet sind. Da hatten wir die hohen Mortalitätsraten. Ich verstehe es nicht, warum Länder und Kommunen nicht schon vor Monaten, bevor sie die Menschen geimpft wurden, angeordnet haben, dass dort jeden Tag getestet wird. Das die Mitarbeiter, die Besucher, alle. Wir hätten viele tausende Menschenleben in Deutschland retten können, ohne deswegen Einschränkungen für die Allgemeinheit vornehmen zu müssen. So, nun ist das, wie es ist. Die sind Gott sei Dank jetzt geimpft. Jetzt ist die Frage, wie geht es mit dem Testen weiter? Die Teststrategie ist richtig, aber sie wird nur dann wirken, wenn die Menschen auch was davon haben, wenn es einen Anreiz gibt. Es gibt ja nicht nur die Tests, die wir jetzt durch den Bund bezahlen, die ein oder demnächst zwei Tests die Woche. Aber warum sollen die Menschen denn das machen, wenn überall die Geschäfte und die Restaurants geschlossen sind? Die haben doch gar nichts davon. Und deswegen, finde ich, brauchen wir einen Strategiewechsel, der sagt, wir öffnen verantwortungsvoll für diejenigen, die einen negativen, tagesaktuellen Test vorlegen können oder möglicherweise auch die geimpft sind, wenn wir die Sicherheit haben, dass dann die Menschen auch nicht mehr ansteckend sind. Also weg vom Impfneid und hin zu Freiheiten testen, für Geimpfte. Testen als erstes und impfen. Aber wir greifen ja an Grundrechte ein. Aber wenn wir Menschen haben, die nachweisen können, dass sie
sich nicht gefährden und andere nicht gefährden, dann müssen wir diese Grundrechtseingriffe auch zurücknehmen. Und das wäre ein hoher Anreiz, auch für die Menschen selbst zu sagen, ich kaufe mir so einen Schnelltest. Der kostet inzwischen, so ein Selbsttest, der kostet 5 €. Und das wird man auch nicht täglich machen. Aber wenn man vielleicht einmal die Woche in die Gastronomie will, dann wird man das mit seiner Partnerin machen oder vielleicht seinen Kindern, weil man froh ist, dass man endlich mal wieder rauskommt. Und es würde ein bisschen Perspektiven geben. Und ich finde, und das beziehe ich jetzt gar nicht auf Hamburg, das ist auch keine Parteigeschichte. Da sind mir insgesamt die Lösungen einfach zu wenig kreativ bisher. Ja, es gibt ja die Modellversuche. Es gibt ja, aber die gibt es seit Monaten. Die können wir in ganz Deutschland machen. Ja, nee, gar nicht seit Monaten. Rostock und Tübingen läuft seit Kurzem. Es gibt eben, glaube ich, in München oder Berlin gab es, glaube ich, ein Opernhaus, das es mal getestet hat für eine Mindervorführung unter Absenkung der Zahl insgesamt. Ja. So, wenn diese Strategien laufen, dann kann man das natürlich machen. Da bin ich habe ich gar keinen Widerspruch und da diskutiere ich in meiner Partei wahrscheinlich auch im Moment vielleicht noch gegen andere, die sagen, wenn ich bin der Auffassung, wenn Leute nachweisen können, dass sie geimpft sind, dann ist es ja auch so, dann gibt es keinen Grund mehr, die Grundrechte einzuschränken oder deren Bewegungsfreiheit einzuschränken. Dann muss man aber nochmal darüber gucken, natürlich, ob sie auch weiterhin ansteckend sind. Das wäre noch ein Punkt, der noch zu testen wäre. Aber ich wäre durchaus dafür, dass wir mit diesen beiden Strategien natürlich durchaus dazu kommen, über diese Modellversuche hinaus dann irgendwann eine grundsätzliche Öffnung und eine Perspektive für die aufzuzeigen, die beides gemacht haben oder am besten eines zumindest erstmal gemacht haben. Aber wir kommen im Moment und in diesen Zahlen, die wir im Moment haben, kommen wir über diese Modellversuche nicht hinaus. Das ist im Moment der Tenor, der da ist. Natürlich werden wir irgendwann so viele Impfdosen haben, dass dann die umgekehrte Kritik wahrscheinlich lautet, jetzt haben wir so viele Impfdosen, jetzt könntet ihr sie alle verimpfen. Nun macht das gefälligst aus und wir werden wahrscheinlich auch die Situation erleben, dass dann Schwierigkeiten bestehen, zu sagen, warum klappt das denn nicht? So, das kann umgekehrt auch wieder passieren. Aber diese Schwierigkeiten sind mir denn lieber als die Schwierigkeiten, die wir im Moment haben, um es ganz deutlich zu sagen. Es gibt ja eine gewisse Empörung darüber, dass überhaupt von Privilegien für Geimpfte gesprochen wird, angesichts der Tatsache, dass es sich ja um Grundrechte handelt und nicht um irgendwelche Sonderrechte. Also die Einschränkung der Grundrechte hat man sich da schon so sehr dran gewöhnt, dass deren Aufhebung als Privileg aufgefasst wird? Oder was beobachten Sie da? Also ich finde die Wortwahl falsch, muss ich ganz deutlich sagen. Es geht nicht um Privilegien. Sondern ja, wird ja gesagt. Ja, ja, das ist so, aber nur, wenn man vorher akzeptiert hat, dass die Grundrechte eingeschränkt sind. Also man kann sagen, dass man kann Grundrechte gesetzlich einschränken, wenn die Situation so ist, dass man es begründen kann und dass dann natürlich auch gerichtsfest überprüft werden kann. So, und insofern haben wir im Moment bei einigen die Bewegungsfreiheit eingeschränkt, aber andere Grundrechte, die in diese Diskussion dann laufen, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, die laufen ja alle weiter. Versammlungsfreiheit haben wir schon ewig im Grundgesetz, aber auch die wird eingeschränkt und kann eingeschränkt werden, weil es natürlich auch Demonstrationsauflagen gibt. Die gibt es schon immer. Auch bei der Pressefreiheit gibt es Auflagen. Sie dürfen nicht jeden Unsinn, den es gibt, in die Presse schreiben oder persönlich verbreiten. Also das ist keine Einschränkung von Grundrechten, sondern das ist die normale Ausübung von Grundrechten. Und insofern sehe ich auch nicht, dass dort es sich um Privilegien handelt, wenn man tatsächlich über das Testen und das Impfen, dass diese Menschen dann gar keine Begründung, dafür existiert dann gar keine Begründung, dass dann bestimmte Dinge nicht mehr durchgeführt werden. So, und insofern wird das auch kein Gericht der Welt verteidigen, wenn die weiterhin von solchen Theaterbesuchen oder sonstigen Geschichten ausgeschlossen werden. Das wird nicht funktionieren. Sie haben ja gerade schon auch von Strategiewechsel gesprochen oder neuen Ideen. Man beobachtet ja mit Staunen, dass das Impfen in anderen Ländern scheinbar viel besser klappt. Und ich denke da nicht nur an Israel oder Großbritannien, sondern in der Liste der Länder, die schon mehr geimpft haben, lese ich auch Namen wie Marokko oder Serbien oder Chile. Was machen die besser als wir in der Bundesrepublik? Also es ist Freitag ein wunderbarer Artikel mal erschienen, auch zu Fakten zum Impfen. Und der sagt natürlich, der zählt die besagten Länder auf, USA, Großbritannien, Israel, auch die Sie noch genannt haben. Aber der kommt zum Ergebnis, dass wir insgesamt, wir müssen ja die EU nehmen als Staaten, weil es da im Grunde keine Unterschiede gibt, wir in Europa gar nicht so schlecht daliegen. Ich glaube, der Punkt ist einfach der, die Menschen sind mit ihrer Geduld, mit ihren Nerven, mit ihren Kräften am Ende. Und ich sage das mal auch aus eigener Anschauung. Ich habe auch 3 Kinder. Die sind in der Kita,
Die sind in der Grundschule, die Älteste ist im weiterführenden Gymnasium. Meine älteste Tochter ist seit 16. Dezember nicht mehr in der Schule in Präsenz. Die Mathilda, die Kleinere, auch nur 2 oder 3 Tage. Das macht ja was mit der Gesellschaft. Und wir haben da große Schäden und deswegen ist die Ungeduld auch groß. Aber man muss immer sagen, der Impfstoff ist so schnell entwickelt worden wie noch nie. Wir haben trotzdem klinische Studien, die durchlaufen werden müssen, sodass wir den Leuten guten Gewissens sagen können, impft euch, geht dahin, ihr schützt euch, ihr helft der Gesellschaft, damit wir schnell aus dieser Pandemie kommen. Und was mir auch immer ganz wichtig ist zu sagen, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in so ein Wording kommen, wenn ich das immer lese, jeden Tag Impfchaos, Testchaos, nur noch Skandale. So ist es nicht. Es geht kaum einem anderen Land besser als uns. Großbritannien, ja, die sind besser mit dem Impfen, die sind schneller, weil die alleine bestellt haben und nicht über die EU, wie wir es gemacht haben. Nur in Großbritannien ist es bis heute so, dass man nur aus triftigem Grund überhaupt seine Wohnung verlassen darf. Wir haben dort mehr Tote, wir haben eine Überlastung des Gesundheitssystems. Wenn wir uns die USA angucken, da gibt es Staaten, da sind seit einem Jahr die Kinder nicht mehr in der Schule gewesen. Also man muss das, glaube ich, auch insgesamt mal zurechtrücken. Klar, jeder guckt hier auf sich und jeder guckt auch auf die Bundesregierung, ist auch in Ordnung. Aber im internationalen Vergleich stehen wir nicht schlecht da. Und so wirklich viel ist den anderen auch nicht eingefallen. Also noch am Freitag sind 3 weitere Länder wieder in den Lockdown zurückgekehrt. Und die Inzidenzzahlen, die sind in den Nachbarstaaten ja noch um ein Vielfaches höher. Die Frage ist, sind die Inzidenzwerte eigentlich immer noch das richtige Maß? Und da habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen meine Zweifel. Und ich habe mir die Zahlen noch mal angeschaut. Also es wird jetzt immer gewarnt vor der Auslastung der Intensivkapazitäten. Ich habe mal geschaut, wir sind jetzt so bei 3.200, 3.300. Wir waren in der Spitze Anfang Februar bei 4.000. Da sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Betten sind das überhaupt? Das sind 11% der Intensivbetten in Deutschland sind mit Covid-Patienten belegt. Man hat ja mal so eine Vorstellung, das ist jeder Zweite oder so. Und wenn wir uns die Todeszahlen anschauen, ist natürlich jeder Einzelne einer zu viel, aber da liegen wir jetzt bei gut 200. Wir waren in der Spitze bei 1100, 200 und selbst durch diesen Anstieg der Zahlen, die wir haben, merken wir jetzt, dass Gott sei Dank nicht mehr so viele Menschen ums Leben kommen, weil die, die eben am gefährdetsten sind, die Menschen über 80, die Menschen in den Pflegeheimen, die sind jetzt schon weitgehend immunisiert. Und deswegen bin ich schon dafür, dass wir das ein bisschen mal relativieren und davon auch abrücken, sondern auch die Intensivstationen uns anschauen und weiteres. Und dann kann man vielleicht auch damit anders umgehen. Das würde ich teilen. Also auch der Blick auf die anderen Länder. Also mir ist noch sehr im Kopf die Bilder aus der Anfangszeit der USA, wo sie mit den Leichen überhaupt nicht hinterhergekommen sind, für die ausreichend Kühlkapazitäten zur Verfügung zu stellen im Hochsommer, wo sie überhaupt nicht hingekommen sind mit Impfstrategien und Kampagnen, wo ihnen gesagt worden ist, sie können ja auch Desinfektionsmittel trinken und spritzen. Ich weiß nicht, ob das so das Vorbild ist, nach dem wir uns so richten sollten. Und man muss, glaube ich, feststellen, und da hat Herr Fries völlig recht, wie ist denn so die wirtschaftliche Situation zum Beispiel? Und da muss man, glaube ich, feststellen, dass im Moment Deutschland am besten durch diese Phase kommt, durch verschiedene andere Mechanismen, durch Unmengen von Geld, durch Kurzarbeitergeld, durch Unmengen von Hilfen, die uns in die Zukunft natürlich, in der Zukunft natürlich auch noch belasten werden. Und wir werden natürlich auch das und uns darum kümmern müssen, was Herr de Vries auch angesprochen hat, das sind die gesellschaftlichen Schäden. Das sind nicht nur die in der Familie, das sind die bei den Kindern, das sind die in den Kitas, die Bildungsgeschichten, sondern natürlich auch, was macht das eigentlich mit uns als Gesellschaft, wenn wir tatsächlich seit einem Jahr aufgefordert werden, soziale Kontakte, die wir früher hatten, zu unterlassen, auf Begegnungen zu verzichten, das überwiegend elektronisch alles durchführen zu müssen. Und auch da habe ich meine Schwierigkeiten. Eine Parteiveranstaltung in Zoom ist was völlig anderes als eine Parteiversammlung in Präsenz. Das gilt auch für Gottesdienste. Das gilt für Gottesdienste, wobei da ist ja ein Hauptakteur, das ist bei Parteiveranstaltungen nicht immer so, aber Sie kriegen ja nicht mit, wie interagiert wird. Sie kriegen keine Zwischenrufe mit. Sie kriegen nicht mit, wie kommt Ihr Beitrag, wie kommt der an, erzeugt der Widerspruch. Sie lesen ja auch Mimik, während Sie reden und ähnliches. Das alles kann ich bei Zoom nicht, wenn ich da 16
15 oder 20 Kacheln habe, auf die ich gleichzeitig gucken muss. Das fehlt. Ich kann auch keine, und das ist, meine Frau arbeitet in der Seniorenbetreuung. Da fehlen Umarmungen, da fehlen da fehlt persönlicher, direkter, menschlicher Kontakt. Und wenn man darüber über den 16, wenn man darauf tatsächlich verzichten muss, ein Jahr lang, dann macht das was mit Menschen. So, und insofern werden wir uns dann irgendwann auch mit den gesellschaftlichen Kosten beschäftigen müssen, die dieses alles gekostet hat. Aber erstmal geht es immer noch, und in der Phase sind wir leider immer noch, darum, tatsächlich um die Bekämpfung einer Pandemie. Und das ist im Moment die Situation, vor der wir leider immer noch stehen. Nun habe ich vereinzelt sogar davon gelesen, dass Impfdosen weggeschmissen werden, weil sie nicht verimpft werden können. Und da stellt sich mir doch die Frage, was ist jetzt wichtiger, die Durchimpfung der Bevölkerung oder die penible Einhaltung der Impfreihenfolge? Ist das ein Gerücht, dass sowas passiert, oder kommt sowas vor? Was halten Sie davon? Wenn die Sozialsenatorin jetzt hier wäre, würde die Ihnen, glaube ich, ins Gesicht springen vor Begeisterung, weil sie gegen dieses Gerücht wirklich stocksauer war. Es ist in Hamburg keine einzige Impfdose weggeworfen worden. Sie sprechen für Hamburg. Ich kann für Hamburg sprechen. So, und wir haben es auch geschafft, in dieser kurzen Phase, wo denn gesagt worden ist, AstraZeneca nicht mehr verimpfen, sind alle Impftermine tatsächlich nicht abgesagt worden, sondern eingehalten worden, weil dann ist kurzfristig auf den anderen Impfstoff gegangen. Das heißt, wir haben es hier in Hamburg, jede Dose, die hier ankommt, wird auch verimpft. Es wird zurückgehalten für die Zweitimpfung natürlich, so die Zahl, dass man die immer hat. Aber hier werden keine Impfdosen weggeschworfen. Für Hamburg ist das völliger Unsinn. Wissen Sie da noch was anderes aus dem Bund? Nee, also wir sprechen das auch immer bei Jens Spahn, beim Bundesgesundheitsminister, an, und er antwortet ganz genauso. Ich glaube, am Ende des Tages wird auch nicht unser Problem sein, den vorhandenen Impfstoff zu verimpfen. Also wir haben jetzt so eine schräge Diskussion seit Wochen, warum sind die Hausärzte nicht dabei? Weil es A, bei den Mengen gar keinen Sinn machen würde, die einzubinden. Das wäre völlig ineffektiv. Und dann haben wir es natürlich auch mit Lager- und Transportbedingungen zu tun. Sie kennen das ja bei BioNTech, Pfizer, 70 Grad, bei minus 70 Grad. Das können auch gar nicht die ganzen Hausärzte gewährleisten. Die werden aber, sobald der Impfstoff jetzt im April zunimmt, werden die eingebunden sein. Und man kann das leicht ausrechnen. Wir haben allein 50.000 Hausarztpraxen in Deutschland. Wenn die nur 20 Impfdosen am Tag verimpfen, und das ist für die gar nichts, ehrlich gesagt, dann sind wir da schnell bei Millionen im Monat. Also da mache ich mir keine Sorgen. Das Einzige, was ich mir manchmal wünsche, ist, ich habe es bei meinem eigenen Vater erlebt. Meine Eltern sind beide schwer lungenkrank, haben eine halbe Lunge, hatten als junge Leute Tuberkulose. Mein Vater hat 77 Jahre, hat da angerufen, kriegt einen Impftermin, hat sich eine Dreiviertelstunde mit der Hotline unterhalten, ob er nun impfberechtigt ist oder nicht. Dann haben die ja gesagt. Dann ist er da hingefahren ins Impfzentrum, stand eine Dreiviertelstunde in der Schlange. Man ist natürlich auch in dem Alter ein bisschen nervös und aufgeregt. Sowieso bangt er immer um sein Leben vor diesem Virus, weil das wirklich lebensbedrohlich ist. Dann schicken die ihn nach Hause und sagen, sie sind noch nicht dran. Und da muss ich wirklich sagen, manchmal ein bisschen weniger Bürokratismus und ein bisschen mehr Flexibilität, dann impfe ich den einfach in 2 Minuten weg und dann ist gut und dann ist einer mehr. Und wenn vielleicht auch Termine abgesagt werden, man kann auch abends mal so einen Schalter machen in der letzten Stunde, das passiert ja nun mal, das kommt auch vor, und dann kommen einfach andere Leute dran, damit wir schneller sind. Ich finde, das müssen wir die nächsten Monate, gerade wenn es mehr wird, auch noch mal beherzigen. Ich meine, wenn ich da jetzt ankommen würde und die mir sagen, sie sind nicht dran, alles in Ordnung, dann fahre ich wieder. Aber in solchen Fällen finde ich schon manchmal ein bisschen merkwürdig. Nun haben wir ja auf der anderen Seite auch die Impfskeptiker, also Leute, die sagen, normalerweise dauert die Erprobung eines Medikamentes Jahre, und jetzt auf einmal, wupp, innerhalb von wenigen Monaten sind hier die Impfstoffe da. Und man ist sehr skeptisch und vorsichtig und weiß nicht ganz, was da in den Körper reingespritzt werden soll. Wie können Sie den Bürgern diese Befürchtung nehmen und beurteilen, dass wir es hier mit einem sicheren Präparat zu tun haben? Herr Wysocki, frage ich mal. Also ich bin jetzt kein Arzt, aber ich sage nur mal für mich, wenn ich nur irgendwo eine Spritze mit Impfstoff sehe, werde ich mit dem nackten Oberarm da reinrennen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ganz einfach, weil es nötig ist, nicht nur für mich,
sondern damit ich auch geimpft bin und das einen Schutz für andere darstellt. Und das halte ich mit für das Wesentliche. Bei der Zulassung der Stoffe kann man sich ja jetzt die Kritik aussuchen. Entweder man sucht sich Länder aus, die eine Notfallzulassung gemacht haben, wie England, wie Israel und ähnliches. Oder in Israel gab es, glaube ich, jetzt die interessante Situation, wir lassen den Impfstoff zugeben, uns da, geben aber dem Konzern dafür die Gesundheitsdaten. Da ist man in Israel offensichtlich etwas flexibler als bei uns. Wir haben die Datenschutzgrundverordnung ausgearbeitet, hervorragend, aber wir merken auch gerade, dass sie eben sehr hinderlich ist bei diesem Punkt. Aber der Punkt ist, nein. Ist das denn Datenschutz wichtiger als Lebensschutz in Deutschland? Nein, eben nicht. Also für mich ganz eindeutig nein. Und da muss man sehr kritisch darauf aber gucken. In der Praxis leider schon. Ja, man muss da wirklich mal drauf gucken auf einige Dinge, die wir da tatsächlich in 70 Jahren Frieden organisiert haben und perfektioniert haben. Und irgendeine Schweizer Zeitung hat, glaube ich, mal geschrieben, man muss eben auch mal gucken, wie ist denn so die Grundlinie der Politik. Hier ist die Sicherheit. In anderen Ländern besteht mehr Flexibilität, mehr Kreativität. Man traut auch vielleicht den Leuten in der Gesellschaft mehr zu. Hier ist es so, dass überwiegend auf Sicherheit, Genauigkeit und Einhalten von Gesetzen gepocht wird. Das hat Vorteile, aber in solchen Situationen vielleicht nicht unbedingt. So, aber wir waren ja beim Impfen. Also ich bin ziemlich sicher, dass das, was hier in Europa, für ganz Europa festgelegt worden ist, was dort getestet worden ist, dass das für mich jedenfalls als Sicherheit ausreicht. Ich würde das sofort akzeptieren. Ich bin in meiner Altersgruppe und von der Risikogruppe noch lange nicht dran. Aber trotzdem alle diejenigen, dass das genau begleitet wird, ist klar, sage ich mal, wie in den üblichen Geschichten. Aber ich glaube, wir haben aus den Impfkampagnen, die wir hier schon mal hatten, das letzte, glaube ich, war ja Polio Anfang der 60er, wo wir jetzt sozusagen ja erst damit durch sind, dass diese Krankheit tatsächlich als ausgestorben betrachtet werden kann. Und da sage ich mal, wir haben aus solchen Beispielen gelernt, welche Impfstoffe wir einsetzen, wie die wirken. Und insofern kann ich keine Haltung von Impfskeptikern auch nur im Mindesten nachvollziehen, weil ich die Haltung auch für gefährlich halte, weil sie im Prinzip diese Grundorientierung, die man bei dem Thema haben muss und der Grundtenor ist Solidarität. Ich schütze mich eben nicht nur für mich, ich schütze mich auch für die anderen. Und ich glaube, mit diesem Grundgedanken sollten wir eher umgehen als mit der Frage, ich habe aber schon mal gehört, dass jemand daran und so weiter. Sie haben ja gesehen, was bei AstraZeneca passiert ist und auch eine beispiellose schlechte Performance, um es mal ganz deutlich zu sagen. Aber dass der Impfstoff wirkt, ist, glaube ich, ziemlich klar inzwischen. Wenn ich mal dazu was ergänzen darf. Ja, also ich meine, man muss den Menschen mal ganz klar sagen, das Impfen ist der einzige Ausweg aus der Pandemie. Punkt. Jo. Es gibt keinen anderen Ausweg. Und Impfen ist keine Raketenwissenschaft. Das machen wir seit Hunderten von Jahren. Die Wirkweisen sind im Wesentlichen immer dieselben. Trotzdem ist es auch so, dass bei allen zugelassenen Impfstoffen die üblichen klinischen Studien 1, 2 und 3 mit der vorgesehenen Zahl von Probanden vorgenommen wurden, nur jetzt eben parallel und nicht mehr nacheinander, wie man das sonst macht. So, und wenn man sich jetzt auch mal anschaut, es gibt ja nun, ich meine, wir haben jetzt 11 Millionen Impfungen schon in Deutschland, muss man auch mal sagen, 11 Millionen wollen wir alle klagen, so ganz wenig ist es auch nicht. Wir haben ja keine Erkenntnisse in irgendeiner Form zu einem erhöhten substanziellen Risiko. Ich bin auch kein Mediziner. Und was haben wir denn getan, damit die Menschen Vertrauen schaffen oder erlangen und haben in dieses Impfen? Das ist eben der Unterschied gewesen. Wir haben nicht gesagt, möglichst schnell, sondern wir haben gesagt, wir machen ein reguläres Zulassungsverfahren über die EMA, über die Europäische Zulassungsbehörde, damit keiner hinterher sagen kann, ihr habt das beschleunigt, nur damit ihr geimpft wird und egal, was mit euch dann passiert. Und ich will auch mal was sagen zum Aussetzen der Impfung mit AstraZeneca. Das haben ja Dutzende Länder gemacht, weil das genau der Punkt ist. Man müsste sich mal vorstellen, man hätte das nicht gemacht. Es hätte anschließend Untersuchungen gegeben, die gesagt hätten, ja, wir haben erhöhtes Thrombose- und Sterberisiko. Was wäre dann bitte der Politik für einen Vorwurf gemacht worden? Dann wäre AstraZeneca erledigt gewesen als Impfstoff, der maßgeblich zu unserer Impfkampagne beiträgt. Also es war genau richtig, aus Vorsicht zu sagen, wir stoppen das jetzt mal, wir gucken uns das an. Am Ende des Tages hat man gesagt, so, wir... Es
gibt jetzt zukünftig Hinweise, aber man muss zum Beispiel mal sagen, das Thromboserisiko bei der Antibabypille ist ein deutliches höheres. Überhaupt bei allen Medikamenten ist es ja so. Ich habe auch so ein paar chronische Krankheiten. Manchmal schaue ich mir die Waschzettel da gar nicht mehr an, weil man da Angst vor kriegt. Und ich glaube, gemessen daran ist wirklich eine Impfung, können wir aus voller Überzeugung sagen, geht impfen. Und glauben Sie, dass das Vertrauen, das natürlich schon leidet unter so einem Stopp und dann wieder zulassen und die ganze mediale Welle, die dazu geschlagen wird, dass dieses Vertrauen zurückkehrt? Ja, ich glaube, wie gesagt, das ist richtig. Der Vertrauensverlust wäre höher, wenn man einfach das beiseite gewischt hätte und gesagt hat, das interessiert uns nicht, was passiert. Man darf auch nicht vergessen, ganz viele Länder um uns herum haben ja genauso gehandelt. Da hätten die Menschen doch erst recht gesagt, sag mal, wie leichtsinnig geht ihr denn jetzt mit uns um? Nun hat man das in Ruhe geprüft, man ist zur Erkenntnis gelangt, es gibt kein erhöhtes Risiko dadurch. Und deswegen glaube ich, gibt es auch keinen substanziellen, anhaltenden Vertrauensverlust. Und man sieht das ja auch. Die Menschen sagen, wie Herr Wysocki auch gesagt hat, kommt bloß her, ich will geimpft werden. Und wir brauchen am Ende diese Herdenimmunität von 65-70% in der Bevölkerung, um am Ende erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das sollte Antrieb für jeden sein. Und viele derjenigen, die sagen, ich lasse mich nicht impfen, das sind auch diejenigen, die sagen, es gibt gar keine Pandemie. Und darauf sollten wir, finde ich, auch nicht zu sehr Acht geben. Also Willy Brandt würde sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen, wenn er im Februar die Süddeutsche Zeitung aufgeschlagen hätte und dort die Überschrift "Mehr Diktatur wagen" gelesen hätte als Überschrift eines Kommentars. Der war auch ernst gemeint. Das war ein Gastkommentar und der blieb nicht unwidersprochen. Aber ich nehme auch wahr, dass Leute sich fragen, diese Grundrechtseinschränkung, diese Bevormundung, diese Begrenzungen von Freiheitsrechten, was ist, wenn man sich daran gewöhnt und wenn mehr Diktatur gewagt wird? Ich weiß nicht, ob Sie das Buch von Juli C. kennen, Corpus Delicti. Das ist eigentlich so ein medizinischer Science-Fiction-Roman, der beschreibt so eine Gesundheitsdiktatur. Und das fand ich einen belletristisch sehr interessanten Gedanken, den mal zu verfolgen. Und ich hatte mich dem noch nie so nah gefühlt wie jetzt. Also, was sagen Sie Menschen, die genau das befürchten, dass immer mehr Diktatur gewagt wird und mehr Vorschriften in das Leben der Bürger eingreifen? Vielleicht nur ein Satz: In der Diktatur wird dieses Buch nie erschienen. Das Buch nicht. Aber das Problem ist ja, dass hier sogar eine Zeitung, die ja eigentlich zumindest bislang so eher als linksliberal eingeordnet wurde, so einen Satz bringt, also selbst ich habe gedacht, lese ich richtig. Und welche Tendenz setzt sich in unserer Gesellschaft durch eine über Monate sich hinziehende Ausnahmesituation, wo die Politik sich daran gewöhnt, mit Grundrechtseinschränkungen, mit Lockdowns und so zu arbeiten? Ja, nochmal, dass dieser Artikel überhaupt erscheinen durfte, ist auch kein Ausweis von Grundrechtseinschränkungen und Diktatur. Er kann erscheinen und genauso können auch die Gegenkommentare erscheinen. Es können Gastkommentare erscheinen. Es kann sich geäußert werden in den sozialen Medien. Es kann sich geäußert werden auf solchen Veranstaltungen, im Internet, wo auch immer. Insofern sage ich mal, man muss genau gucken, was mit Diktatur denn tatsächlich gemeint ist. Wir haben auch keine Meinungsdiktatur. Es wird nach wie vor demonstriert. Es wird nach wie vor protestiert gegen diese Maßnahmen. Alle diese Dinge passieren nach wie vor von den Leuten, die behaupten, wir wären auf dem Weg in eine Diktatur. Da sage ich mal ganz locker, vielleicht sollte man sich im Ausland mal umgucken, in Ländern, die wir als nicht demokratisch bezeichnen, was da passiert. Und bei dem Vergleich, sage ich mal, schneiden wir, glaube ich, immer noch ganz gut ab. Da sind diejenigen, die protestieren, in Gefängnissen. Da passiert gar nichts. Da herrscht Ruhe, in Anführungsstrichen. Und in all diesen Ländern, sage ich mal, die unser System haben, in all diesen Ländern gibt es eine lebendige Diskussion über diese Maßnahmen, die verfügt worden sind. Und die natürlich auch von der dritten Gewalt überprüft werden können, ob sie geeignet, verhältnismäßig und angemessen sind, und die von der vierten Gewalt, der Presse, auch überprüft werden können. Ich habe überhaupt keine Sympathie oder sehe Anzeichen dafür, dass wir auf dem Weg sind, dauerhafte Grundrechtseinschränkungen zu haben. Jede Einschränkung eines Grundrechts kann überprüft werden.
von uns sowieso als den Parlamentariern, aber von den Verwaltungsgerichten spätestens oder von Verfassungsgerichten auf jeden Fall. Insofern habe ich wenig Sympathie für diese Äußerung, wenn Sie einen Zustand beschreiben sollen, in dem wir jetzt sind. Das finde ich völlig unangemessen. Also die Tendenz auch, die ja von manchen befürchtet wird, würden Sie für unbegründet halten, also diese Befürchtung? Na, sagen wir es doch mal ein bisschen polemisch. Sagen Sie es mal polemisch. Wenn eine Regierung wie die jetzige zu solchen Maßnahmen in Anführungsstrichen fähig war wie letzten Mittwoch, glauben Sie, die ist geeignet dafür, eine Diktatur auszuarbeiten? Das ist eine rhetorische Frage, ja, auf die wir die Antwort kennen und spüren. Ist aber sehr klug, weil natürlich diese Korrektur auch eine Reaktion war auf das Verhalten der Bevölkerung, auf die Reaktion auf die Beschlüsse. Und wir haben dann eine Regierung oder auch mehrere Regierungen ja in den Ländern ja auch, die bereit waren, das zu korrigieren. Das würden Sie in einer Diktatur niemals erleben. Und man muss ja auch mal eins sagen, Sie haben das ja auch richtig gesagt, jeder Beschluss, jeder Grundrechtseingriff kann vor deutschen Gerichten rechtlich angegangen werden. Und das passiert auch jeden Tag in Deutschland. In aller Regel sind die bestätigt worden. Aber ja, es gab auch bestimmte Fälle, da haben die Gerichte gesagt, nein, das ist nicht verhältnismäßig, genau, oder angemessen. Mhm. Es gibt auch ein milderes Mittel, das ihr wählen müsst. Und es ist dann auch erfolgt. Gemessen an der Anzahl waren es aber relativ wenige. Aber ich will noch mal eins grundsätzlich sagen. Also ich bin ein sehr, sehr freiheitsliebender Politiker. Die Freiheit gehört, ist ein Grundwert der CDU. Und es gibt, glaube ich, eine tiefe Sehnsucht in der Gesellschaft nach Freiheit, nach normalem Leben. Das ist doch die Freiheit, dass wir unser Leben so gestalten können, genau, wonach genau uns ist. Und wir sind alle dafür, dass wir das so schnell wie möglich auch wieder herstellen und dass wir diese Sehnsucht der Menschen auch befriedigen können. Ich will das keinen Tag länger als nötig machen. Und also das muss man den Menschen wirklich sagen. Und was ich aber erlebe in der Praxis, also gerade bei den ostdeutschen Kollegen, Menschen, die aus so einem Land kommen, die sind sehr, sehr sensibel darauf, wenn es um solche staatliche Bevormundung, wie Sie es nennen, geht. Die reagieren da heikel drauf. Und das müssen wir aber eben auch erklären und wir müssen mit den Menschen reden und wir dürfen sie auch nicht in die Ecke immer stellen, wenn sie eben anderer Meinung sind. Das ist legitim in der Gesellschaft. Und da finde ich manchmal schon, ist der Meinungskorridor etwas schmal geworden. Das ist überhaupt nicht meine Haltung. Ich finde die manchmal auch abwegig. Aber es gehört in der Gesellschaft dazu, im Gespräch miteinander zu sein, Leute nicht ins Abseits zu stellen, weil dann verlieren wir sie aus dem demokratischen Rahmen. Und das sollten wir vermeiden. So, jetzt sehe ich hier schon Herrn Kutzner im Startblock. Wir haben ja auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Einige von Ihnen werden das genutzt haben. Und jetzt wollen wir mal Herrn Kutzner zu Wort kommen lassen mit einigen aktuellen Zuschauerfragen. Bitte schön. Ja, erstmal vielen Dank an das Publikum. Es gibt eine ganze Reihe an Fragen und auch einige mit Likes. Und ich würde einfach mal so ein paar der Top-Fragen hier einfach mal weitergeben. Eine konkret an Sie, Herr Wysocki. Wie schätzen Sie aktuell die Schulsituation in Hamburg ein und was sind die wesentlichen Maßnahmen, damit die Kinder halbwegs gut durch diese Zeit kommen? Also wir haben um vielleicht einen Schritt nochmal voran. Wir haben ein bisschen Glück gehabt, dass dieser Beschluss, den wir damals Anfang März hatten, dass der in die Hamburger Frühjahrsferien gefallen ist und wir sozusagen nicht gezwungen waren, die Maßnahmen gleich umzusetzen, weil wir waren das einzige Bundesland, das tatsächlich Ferien hatte. Insofern konnten wir was vorbereiten. Wir haben dann auch tatsächlich was vorbereitet und im Moment sind ja 60% der Schüler in den Schulen. So, das ist ein Experiment, um es klar zu sagen. Natürlich ist es so, dass mit den Testungen, die da sind, 2 pro Woche sind jetzt vorgesehen. Die neuesten Zahlen allerdings, die wir gesehen haben, sind erschreckend. Die habe ich vorhin ja, glaube ich, erwähnt. Das waren die erhöhten Infektionszahlen, bei Kindern und Jugendlichen. Die sind in der Tat wirklich besorgniserregend. Vor allem die Tatsache, dass die in der Schule waren, ohne dass irgendwelche Symptome aufgetaucht sind. Das versuchen wir mit den Testen in den Griff zu kriegen. Und dann schrittweise wäre die Perspektive auch weiter zu öffnen. Ich hoffe, das gelingt uns, sage ich mal ganz ehrlich. Ich bin
sehr vorsichtig, zittern nicht. Zittern ist kein guter Ratgeber bei politischen Entscheidungen. Aber ich sage mal, dass wir da sehr vorsichtig sein müssen bei diesen Zahlen. Und wir haben das ja jetzt erst eine gewisse Zeit lang. Also wir testen nach wie vor, wir werten aus, wir gucken. Aber ich hoffe, dass wir die Schulen aufrechterhalten können, weil das, wie Herr de Vries ja auch richtig sagte, aus persönlicher Einschätzung, das ist eine ganz schwierige Situation, diese Situation über ein Jahr auszuhalten und durchzuhalten. Ja. Technisch ist aufgerüstet worden, das ist klar, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, wie meine Haltung dazu ist, wie mit den technischen Möglichkeiten kommuniziert wird. Und insofern hoffe ich, dass es uns gelingt, über diese 60% hinauszugehen. Ja, wir gehen noch mal weiter. Ja, vielen Dank schon mal. Bevor ich eine zweite Hamburg-Frage stelle, einmal vielleicht eher eine Frage an Sie, Herr de Vries, die vielleicht auch eher so zur Bundespolitik gehört. Wie stark ist aus Ihrer Sicht denn die aktuelle Politik oder Diskussion jetzt schon durch den Wahlkampf geprägt? Durch den was? Entschuldigung. Durch den Wahlkampf. Durch den Wahlkampf. Ach so. Wenn ich noch mal einen Satz sagen dürfte zur Bildungspolitik. Meine Frau ist ja auch Grundschullehrerin. Die testet jetzt. Die hat letzte Woche ihre ganzen Kinder getestet in der Klasse. Ich kenne das also aus der Praxis von Lehrerseite, aber auch von Schülerseite, weil meine Kinder in der Schule sind. Ich will auch noch mal eine Lanze dafür brechen, dass wir auf jeden Fall versuchen, die Grundschulen offen zu halten. Meine Kinder haben so viel Unterstützung zu Hause, dass sie diese Zeit einigermaßen gut überstehen. Mal abgesehen von den ganzen sozialen Defiziten, die sich daraus ergeben. Aber es gibt so viele benachteiligte Kinder in dieser Stadt, die diese Unterstützung der Elternhäuser nicht haben, weil sie es nicht leisten können, manchmal auch, weil sie es nicht leisten wollen. Und wir müssen uns immer vor Augen führen, die Bildungsdefizite werden Auswirkungen haben auf die Lebenschancen dieser Kinder. Wir sprechen da nicht von ein paar Monaten, wir sprechen über die Lebenschancen. Und deswegen sollten wir ernsthaft alles dafür tun, dass wir die Schulen gerade im Grundschulbereich offen halten, solange es irgendwie möglich ist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und zentral. Jetzt zum Wahlkampf auf Bundesebene. Also, das will ich mal ganz ehrlich sagen, das ist was, was mich persönlich ärgert. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt in der Bundesregierung, die CDU versucht, die Pandemie zu bewältigen und die Kollegen der SPD machen Wahlkampf. Weil, was wir manchmal erlebt haben, also dieses tägliche Eindreschen zum Beispiel auf den Bundesgesundheitsminister, auf den Wirtschaftsminister, aus der Koalition oder aus den Ländern, das fand ich schon wirklich, wirklich schwer erträglich. Unsere Leute haben immer so die Haltung, die sagen, na, Opposition in der Regierung zahlt sich nicht aus, ich weiß es nicht. Es schadet aber dem Ansehen der Regierung insgesamt. Und man kann jetzt auch erleben, wozu das geführt hat. Das Ansehen der Regierung geht zurück. Für meine eigene Partei sind die Werte runtergegangen. Die SPD hat davon aber auch gar nicht profitiert, weil sich das nämlich als Regierungspartei auch nicht auszahlt. Und deswegen würde ich auch sagen, die Menschen erwarten das jetzt von uns, dass wir keinen Wahlkampf machen, sondern dass wir das schaffen, jetzt durch die Pandemie zu kommen, dass sie wieder ihre Freiheiten zurückerlangen, wovon wir geredet haben, dass die Kinder in die Schulen gehen, dass die Händler, die Gastronomen irgendwie über die Runden kommen und überlegen. Und dann haben wir noch Zeit genug, Wahlkampf zu machen. Und das wird dann irgendwann im Spätsommer sein. Aber wir sollten das jetzt möglichst sein lassen. Nun hat Herr Wiesocki schon gezuckt, als Sie von der Rolle der SPD in der Bundesregierung gesprochen haben. Wie beobachten Sie das? Naja, es wird Sie vielleicht wundern, dass mein Widerspruch dazu nicht so ausfallen würde, als wären wir jetzt tatsächlich im Hochwahlkampf. Da sind Fragen gestellt worden, die hätte man vielleicht auch anders klären können, als mit offiziellen Papieren im Kabinett. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, um es mal ganz deutlich zu sagen. Aber klar ist natürlich, dass es eine Ressortverantwortlichkeit und es gibt und dass einzelne Ministerien natürlich auch danach beurteilt werden, wie ist ihre Ressortverantwortlichkeit. So, da haben wir einen Finanzminister, da haben wir aber auch einen Wirtschaftsminister. Da war die Kritik mit den Überbrückungshilfen, dass das nicht funktioniert hat lange Zeit. Wir haben einen Verkehrsminister, glaube ich, über den man nicht unbedingt viel sagen muss, außer vielleicht, warum der jetzt ausgerechnet die Teststrategie vorantreiben soll. Aber die Tests sind da und die Ministerpräsidenten haben erklärt, sie sind zufrieden. Ja, ein Satz vielleicht nochmal. Also es ist ja nicht so, dass der Gesundheitsminister nur von den SPD-Kollegen kritisiert worden ist. Da gibt es einen bayerischen Ministerpräsidenten mit einer Allzuständigkeit für das gesamte Bundesgebiet. Und der hat auch sehr deutlich formuliert, was er von Einzelnen hält. Also ich glaube, das hat weniger mit dem Wahlkampf zu tun, als schlichtweg mit der... Es gibt auch in der CDU ja einen Wahlkampf, wer wird Kanzlerkandidat und ähnliches. Auch das hat Auswirkungen. Auch nicht etwas, was ich glücklich finde. Ich finde die insgesamt
insgesamt die Performance sehr schwierig. Aber ich fand auch die Performance der verschiedenen Ministerpräsidenten vor deren Wahlkampf im März, das betrifft Rheinland-Pfalz, unsere Ministerpräsidentin, oder Baden-Württemberg, Ministerpräsidenten der Grünen, fand ich deren Performance auch nicht ganz günstig. Ich fand auch nicht Brandenburg hervorragend, die nach dem ersten Lockdown gesagt haben, für uns gilt der Inzidenzwert von 200. Da habe ich auch gedacht, was ist das? Kraft der Wassersuppe oder woher hast du die Erkenntnis? Das ist unser Ministerpräsident. So, und insofern denke ich, da haben verschiedene nicht ihre Aufgaben gemacht. Ich hoffe, dass das insgesamt funktioniert. Die Performance allerdings, wie man so schön sagt, ist, da ist noch Luft nach oben, da deutlich. Und ich hoffe, dass der Wahlkampf, der sein muss, von dem wir aber auch nicht unbedingt jetzt wissen, wie er eigentlich gemacht werden soll, weil da gibt es ja verschiedene Einschränkungen, die da sind. Aber ich hoffe, dass die Performance besser wird, um nicht insgesamt Zweifel an der Funktionsfähigkeit nicht nur des Staates, nicht nur der Parteien, sondern auch des Staates hervorzurufen. Mhm. Und die Gefahr ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Also der Wahlkampf soll nach Möglichkeit stattfinden. Ich würde darauf aber gerne noch einmal eingehen, weil ich hatte ja am Anfang gesagt, weiß nicht, ob Sie sich erinnern, dass ich glaube, dass wir noch ein bisschen besser bei der Pandemiebewältigung wären, wenn sich jeder um seine Aufgaben und seine Verantwortung kümmern würde und nicht mit dem Finger auf andere zeigt. Ich will das nur mal an zwei Beispielen illustrieren. Die Wirtschaftshilfen, die sind beklagt worden, dass die Auszahlung zu lange dauert. Ja, Punkt 1 dazu, kein Land in Europa unterstützt seine Wirtschaft so stark wie Deutschland. Im Übrigen auch zum großen Anteil der Bund. Punkt 2, wie ist das denn gelaufen? Als Union haben wir gesagt, es ging ja um umsatzbezogene Erstattung. Wir haben gesagt, die Finanzämter in Deutschland, die haben doch von Unternehmen alle Umsätze. Das heißt, wir brauchen gar kein aufwendiges Antragsverfahren zu machen. Die wissen das doch. Da hat Olaf Scholz als Bundesfinanzminister gesagt, das will ich nicht, dann sind meine Finanzämter überlastet. Das hätten wir in 2-3 Wochen abwickeln können. Dann haben die Länder gesagt, wir wollen aber nicht das Verfahren machen wie im Frühjahr, was funktioniert hat mit den Soforthilfen über die Förderbanken der Länder, sondern wir brauchen Abschlagszahlungen. Und bitte, lieber Bund, programmier uns doch mal eine Plattform, über die das läuft. Dann hat der Bund eine Plattform programmiert. Da saßen 200 Leute Tag und Nacht, die das gemacht haben, mussten aber Schnittstellen schaffen zu den Ländern, die das haben wollten, was natürlich dauert. Und am Ende stellt sich dann Finanzsenator Dressel in Hamburg und anderswohin, zeigen mit dem Finger auf den armen Bundeswirtschaftsminister, der so gutmütig war zu sagen, ich mache das für euch, und sagen, bei euch funktioniert nichts und die Hilfen dauern. Und ich finde, das ist so eine Form von Politik, die finde ich ehrlich gesagt, das ist nicht mein Verständnis von Redlichkeit. Ist das ein bürokratisches Getue oder ist das eher so ein politisches Geknüppel? Das ist auch schon ein bisschen, das ist einerseits ein bisschen Wahlkampf, auf dem anderen ist es diese Weißfußpolitik. Also ich bin für nichts verantwortlich. Genauso ehrlich gesagt mit den Tests. Ja, da hat der... Eigentlich wäre das Aufgabe der Länder. Nun hat der Bund gesagt, okay, wir sichern uns erstmal Kontingente, damit die Länder da schneller und günstiger rankommen. Dann hat vielleicht der Jens Spahn, kann man ja kritisch sagen, hat den Mund ein bisschen vollgenommen und hat gesagt, die kommen am 1. März. So, kamen sie nicht. Ja, ich frage mich nur ehrlich gesagt, warum haben die Länder eigentlich sich nicht verantwortlich gefühlt? Die Länder richten Testzentren ein. Und Kommunen, 10.000 haben wir in Deutschland, fühlen sich aber nicht verantwortlich für die Beschaffung von Tests. Da kann man sich auch mal fragen, wie sinnvoll das eigentlich ist. Da könnte ich Ihnen Beispiele aus dem letzten Jahr aufziehen, noch und nöcher. Und deswegen, um nochmal zurückzukommen auf das, was ich anfangs gesagt habe, fände ich das sehr, sehr klug, wenn mehr die politischen Entscheidungen in den Parlamenten von Bund und Ländern stattfinden. Dann muss das aus den Landesregierungen kommen, dann müssen die Landesparlamente beschließen. Dort, wo der Bund verantwortlich ist, macht es der Bund. Und ich glaube, alle wären noch ein Stück besser und ein Stück ehrgeiziger, als immer nur mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, warum das nicht passt. Das hilft doch auch am Ende keinem. Den Menschen geht es dadurch nicht besser. Die Politik erleidet einen Ansehensverlust. Und deswegen wäre ich ehrlich gesagt froh, wenn das unterbliebe. Und dass das nicht nur von der SPD kommt, ist auch richtig. Da haben wir einen bayerischen Kollegen aus der Schwesterpartei, der das Spiel manchmal auch mitspielt. Also das hätte ich jetzt nicht hoffen, dass die Länge des Beitrages eine Bestätigung für die Frage war. Na, also ich merke natürlich schon, dass hier, sagen wir, der Föderalismus offenbar auch seine Grenzen hat, wenn es schnell gehen muss und wenn man auf schwierige Situationen reagiert. Das höre ich schon so ein bisschen daraus. Aber ich sehe hier Herrn Kutz dann nochmal auf der Lauer. Hören wir doch nochmal, was es für weitere Fragen gibt. Ja, ich merkte schon, die Frage spätestens lud zum Wahlkampf ein. Deswegen nochmal eine ganz fachliche Frage, nämlich nochmal auf Hamburg zurückzukommen. Wäre denn ein harter Lockdown bei den derzeitigen Inzidenzen nicht sinnvoll, so wie es viele Intensivmediziner im Moment auch fordern? Das müssen wir Herrn Wiesocki fragen. Ich formuliere es mal vorsichtig, ich will es nicht ausschließen.
Sie haben vielleicht bei den neuesten Zahlen ist es ja so, dass wir eigentlich im Lockdown sind, dass wir steigende Inzidenzzahlen haben und im Moment keine Strategie haben, davon runterzukommen. Und nicht umsonst sind ja die Versuche gemacht worden, zu sagen, wir wollen über Ostern eine Ruhepause einlegen, in Anführungsstrichen, mit dem grünen Donnerstag und dem Karsamstag, was ja nun wirklich krachend gescheitert ist, genauso wie der Appell an die Religionsgemeinschaften. Ob es allerdings nicht doch nötig ist, zu sagen, wir müssen uns eine Zeitspanne nehmen, wo tatsächlich nochmal alles runtergefahren wird, bevor wir dann mit der Teststrategie reüssieren können. Also das heißt, die Teststrategie dann wirklich so ausgefeilt ist, dass man dann tatsächlich diese Modellversuche, die bis dahin ja laufen, weiterführen kann. Da will ich deutlich sagen, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Die Rufe, die heute insbesondere nochmal deutlich geworden sind, dass wir nicht bis zum 12. April warten mit der nächsten MPK. Das Format werden wir wohl, obwohl wir beide, glaube ich, es kritisiert haben, aber in nächster Zeit wohl beibehalten, weil wir im Moment auch keine andere Situation oder Lösungen haben. Ich kann das nicht ausschließen, dass es Anfang dieser Woche noch weitere Konferenzen dazu gibt. Und dass eine dieser Maßnahmen, die dann diskutiert worden ist, tatsächlich dann der etwas härtere Lockdown noch sein wird. Weil im Moment sind wir bei all den Kriterien, die Herr de Vries ja genannt hat, das ist die Inzidenzzahl, das ist der R-Wert, das ist die Belastung auf den Intensivstationen, das ist die Anzahl der Toten. Wenn die Zahlen weiterhin so steigen, wie sie in der letzten Zeit gestiegen sind, und sie sind durchgehend gestiegen, dann kann das eine Möglichkeit sein. Ich will das, wie gesagt, nicht ausschließen. Nicht hoffen, aber ich will es nicht ausschließen. Nun, ist es ja so, dass auch der Lockdown Kosten hat. Er hat finanzielle Kosten, er hat soziale Kosten, natürlich, er hat psychologische Kosten, er hat auch strategische Kosten, wenn man in die Zukunft der Gesellschaft denkt. Bildungsfragen habe ich schon angesprochen. Traut man sich darüber zu diskutieren oder wo wird das entschieden, welche Schäden auch die Bekämpfung der Corona-Pandemie mit sich bringt, auch langfristig? Oder muss man vordergründig nur nach gewissen Ziffern, gewissen Zahlen handeln und dann zu dem Schluss kommen, die müssen runter um jeden Preis? Oder gibt es eine Stelle, wo der Preis zu hoch wäre? Frage ich jetzt mal. Also muss man sich möglicherweise auf höhere Todeszahlen einstellen, damit das gesamte wirtschaftliche Leben nicht zusammenbricht. Also wir leben ja auch von der Wirtschaft. Die Wirtschaft ist ja nicht Luxus. Also ich habe das schon mal gesagt, ich bin der Überzeugung, dass unsere Gesellschaft einen länger anhaltenden, noch härteren Lockdown sozial, kulturell, wirtschaftlich nicht mehr aushält. Ich bin da kein Befürworter für. Ich habe ja auch ausgeführt, dass aus meines Erachtens die Kriterien, die Indizien auch das nicht unbedingt hergeben. Aber am Ende ist auch die Frage, was ist ein totaler Lockdown? Genau. Also bisher sind alle Maßnahmen ja so, dass sie vielleicht 4, 5 Branchen in der Gesellschaft treffen. Mehr nicht. Wir erleben in der Automobilindustrie überall. Wenn ich aus meinem Büro gucke, da ist so eine IT-Klitsche gegenüber, da sitzen 4 junge Damen an einem Schreibtisch Tag für Tag 8 Stunden nebeneinander. Ja. Und wir bürden eigentlich diese Lasten, wenn wir es jetzt mal auf das Wirtschaftliche fokussieren, 4, 5 Branchen auf, von denen wir eigentlich wissen, dass das nicht die wesentlichen Infektionstreiber sind, sondern alle sagen, auch wenn wir keine genauen Zahlen bis ins Kleinste haben, sind die persönlichen Kontakte einerseits und dann ist es irgendwo, ja, sind es Massenansammlungen. Also Sie würden sagen, lieber alle ganz wenig machen, aber dafür eine kürzere Zeit und dann kann es wieder zur Normalität zurück. Also ehrlich gesagt, ich bin überhaupt kein Befürworter dafür, jetzt noch eine weitere Verschärfung eines Lockdowns vorzunehmen. Es kann eine Situation geben, wo das sein muss. Ich sehe die jetzt nicht gekommen. Ich habe das ja aufgeführt anhand der Intensivkapazitäten. Wir sind da noch deutlich unterm Februar. Wenn wir die Todeszahlen sehen, die sind ein Sechstel so hoch wie zum Höchststand. Das gibt für mich noch keinen totalen Lockdown her. Eins ist auch klar, mit jedem Tag weiterer Impfungen sinken diese Risiken ja auch. Und deswegen würde ich, mein Appell wäre wirklich zu sagen, testen, 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 Anreize geben. Jeder Mensch, der sich testet, wo eine Infektion bekannt wird, das ist ein wirksamer Schutz. Es können Infektionen erkannt werden, die sonst nicht erkannt wurden, auch übrigens in den Schulen. Wir haben möglicherweise im letzten Frühjahr auch schon viele Infektionen gehabt. Die Kinder sind aber nie getestet worden. Wir haben viele Tests zu Hause gehabt, die haben immer gesagt, die Kinder werden nicht getestet. So,
und testen, dann kann man die Infektionsketten früher durchbrechen. Und das wäre ehrlich gesagt meine Wunschstrategie. Es geht wirklich wie jetzt darum zu sehen, wie kommen wir die nächsten 2 Monate über die Runden. Danach, glaube ich, haben wir sowieso eine ganz andere Situation. Und diesen Optimismus und diese Zuversicht, die müssen wir den Menschen auch geben, auch wenn es im Moment schwerfällt. Ich will das vielleicht nochmal, also ich habe auch die nächsten 2 Monate eigentlich im Blick, weil ich glaube, das sind die entscheidenden. Ich will das auch nochmal in der Weise korrigieren, es gibt hier keine Befürworter eines harten Lockdowns, sondern es kann sich die Notwendigkeit ergeben, dass es so ist. Verglichen mit anderen Ländern, Herr de Vries hat das ja ausgeführt, haben wir eben keinen strikten Lockdown, sondern die anderen Länder haben es mal versucht. Italien ist, glaube ich, jetzt beim 3. Mal dabei, Frankreich ist die Situation, glaube ich, ähnlich, Tschechien ist die Lage katastrophal. Aber die Situation ist so, dass wir natürlich auch entscheiden müssen, ob wir nach wie vor es aushalten, auch als Gesellschaft keinen strikten Lockdown durchzuführen. Was wir im Moment haben, ist ja eine Situation, wo wir beobachten, die Zahlen steigen. Alle Welt schreit nach irgendwelchen Perspektiven, die wir entwickeln sollen. Die Zahlen verhageln uns jede Perspektive, die wir haben. Wie gesagt, zu mir kommt jeder und sagt, mein Hygienekonzept ist so sicher, dass wir sowohl Fußball spielen können, als auch Theater, als auch Musikkonzerte machen können, in die Kneipe sowieso, Außengastronomie und Innengastronomie. Und da frage ich mich dann jedes Mal, ja, irgendwo muss es ja natürlich herkommen. So, und die Frage ist, ob tatsächlich jetzt ein strikter Lockdown dazu führen würde, dass wir dann danach mit Testen und mit Impfen so weit sind, dass man tatsächlich eine Perspektive entwickeln kann. Wir sind im Moment nicht dabei, eine Perspektive zu haben. Eine Situation in der Gesellschaft zu haben, wo jemand Beifall schon dafür kriegt, dass er sagt, wir brauchen eine Perspektive und mit keinem Wort noch gesagt hat, was er darunter meint, was er darunter versteht, halte ich für ein bisschen schwierig. Und die ganze Absurdität auch gerade zum Beispiel bei den Schulen ist, dass uns monatelang gesagt worden ist, die Schulen sind keine Infektionstreiber. Die Kinder... wir wussten es nur nicht. Moment, die Kinder übertragen es nicht, die Kinder kriegen es nicht. Und dann stellen sich die ersten Lehrerverbände hin und sagen, also wir sind aber der Auffassung, dass wir erst unterrichten, wenn wir alle geimpft sind. Und was passiert? Sie kommen in die 2. Priorität. Da sage ich mal, ich habe dafür wenig Verständnis, um es mal ganz deutlich zu sagen. Entweder die Schulen sind kein Infektionsherd oder sie sind es. So, aber sie haben Dutzende von Interessenverbänden, die uns wahrscheinlich die Entscheidung dazu, in welchen Lockdown wir jetzt gehen, unendlich schwer machen. Wir haben die 16 Ministerpräsidenten und die Kanzlerin auf Abruf. So, und da ist die Frage, was kann sich da durchsetzen? Und es kann passieren, dass wir die Notwendigkeit eines strikten Lockdowns haben, aber nicht die politische Kraft, ihn auch durchzusetzen. Nochmal weitere Fragen aus dem Publikum. Ja, also vielen Dank schon mal. Ich habe das Gefühl, einige der Fragen, die wurden auch schon zumindest so gestreift. Eine Frage, die das Publikum noch bewegt hat, ist aber nochmal die Frage, warum es so viel, was mit Arbeit zu tun hat, erlaubt. Und gerade im privaten Bereich wird so viel gestrichen oder gibt so große Einschränkungen? Ja, man muss einfach sagen, die meisten Infektionen finden dort statt, wo Menschen sich nahe sind und wo sie ungeschützt sind. Und das ist üblicherweise im familiären, im privaten Bereich. Man ist in der Wohnung zusammen, man trägt keine Maske, man hält weniger Abstand. Insofern ist das ein Infektionstreiber und deswegen ist grundsätzlich auch diese Einschränkung der persönlichen Kontakte ist begründet und richtig und notwendig auch. Das muss man sagen. Aber es ist natürlich der Teil, der für uns am schmerzhaftesten ja ist. Von mir ein Freund, der Schausteller ist, hat mal ganz einfach gesagt, der Mensch braucht den Menschen. Und das ist auch so. Und wir als Politik müssen seit einem Jahr das Gegenteil irgendwie predigen und nach außen vertreten. Und das ist wahnsinnig schwierig, aber es ist trotzdem irgendwie notwendig. Ja, und am Arbeitsplatz ist es natürlich so, wir haben da ja eine Menge gemacht. Es gibt die Aufforderung, ins Homeoffice zu gehen. Das ist aber auch nicht überall der Fall. Ich kenne aber Menschen, die sind seit einem Jahr nicht mehr in ihrem Büro gewesen mit ihren Kollegen. Hat übrigens auch natürlich alles, ist auch soziale Folgen für die. Natürlich. Also,
Aber dort nochmal zu schauen, ob nicht mehr möglich ist, das halte ich für richtig. Wenn ich so an manches gucke, wenn ich auf manche Baustellen in Hamburg gucke, wo die Handwerker zusammensitzen, ohne Distanz, ohne Masken, ohne alles, dann glaube ich, ist da auch noch ein bisschen Luft nach oben. Nur eins dürfen wir auch nicht machen, dass wir das, ich meine, wir haben den größten Wirtschaftseinbruch in der deutschen Geschichte schon gehabt. Wir müssen die Schulden finanzieren, wir müssen die Hilfen finanzieren, wir müssen unser Gesundheitssystem jetzt finanzieren. Das alles werden wir nicht schaffen, wenn wir die Wirtschaft komplett runterfahren. Also da müssen wir schon gucken, dass wir die Balance halten. Und da geht es dann aber auch darum, da haben natürlich die Unternehmen auch ein hohes Maß an Eigenverantwortung, dass sie ihre Mitarbeiter schützen, dass die sich schützen. Und gleichzeitig müssen wir aber auch natürlich gucken, bei den Branchen, die seit einem Jahr wenig Geld verdienen, dass wir die auch nicht überfordern. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Ja, haben wir noch weitere Fragen? Ja, dann packe ich noch gerne pack ich noch einen drauf. Eine aus, wobei gerade eine Frage, dass man mehr schauen soll als nur auf die Infektionszahlen. Ich glaube, das hatten Sie ja beide genau, schon beantwortet. Oh, da kommt noch eine Frage zur Corona-App. Auch ein glaube ich, ein viel diskutiertes Thema. Wenn man auf die Corona-App schaut, sieht man ja, wie viele Corona-Fälle wirklich in der App ankommen, nur circa 10%. Warum nur so wenig? Macht die App so überhaupt Sinn? Ich habe ja schon sagen hören, wozu brauche ich eine App auf dem Handy, wenn es doch Karl Lauterbach gibt. Aber was sagen Sie zu der konkreten Frage? Also vielleicht mal als Bundespolitiker, ich habe mit Jens Spahn noch mal zusammengesessen, vor wenigen Wochen haben wir uns unterhalten. Die App wird fortlaufend entwickelt. Man muss auch sagen, wenn man innerhalb Europas schaut, ich glaube, es gibt 16 oder 17 Länder, die die Corona-Warn-App übernommen haben. Unsere. Ja, unsere. Das heißt, so ganz schlecht ist sie nicht. Aber wir leiden natürlich schon unter einem Problem, und das haben wir ganz zu Anfang schon diskutiert, dass wir keine zentrale Zusammenführung von Daten haben und Anbindung an die Gesundheitsämter mit automatischer Benachrichtigung der Kontakte, die man hatte, wenn man positiv getestet wurde. Wegen des Datenschutzes. Und da müssen wir uns schon die Frage stellen, und ich sage das auch ganz offen, wenn hier Datenschutz über den Lebensschutz geht in Deutschland, dann ist irgendwas verkehrt. Nur wir hatten das konkrete Problem. Wir hatten ja den ersten Lockdown im letzten Jahr, dann ist diese App im Sommer entwickelt worden. Alle Infektionen, die wir damals hatten, sind logischerweise nicht in der App, weil die erst später online gegangen ist, sozusagen, ne, ausgerollt wurde. Aber wir haben das konkrete Problem, dass sich einfach zu wenige daran beteiligen. Und die Länder, die damit erfolgreicher sind, sind Länder in Asien beispielsweise, die unser Niveau an Datenschutz nicht kennen. In Südkorea, da wird jede Kreditkartendaten, alles wird genommen, ja. Jede Bewegung wird nachvollzogen. Und dann kann man natürlich Infektionen auch besser eingrenzen und Infektionsketten durchbrechen. Hier haben wir eine echte Schwäche. Und ich sag mal, ich bin auch ein Innenpolitiker. Ja? Ich auch. Wissen Sie, wir haben auch Fälle von Kindesmissbrauch in Deutschland, 9.000 im Jahr, die wir nicht verfolgen können, obwohl wir Hinweise kriegen, weil Verbindungsdaten in Deutschland nicht gespeichert werden dürfen. Und wenn ich mich unterhalte im Parlament darüber, dann kriege ich nur von Grünen und Freidemokraten und Linken, bei der SPD ist es halbe zu hören, nein, der Datenschutz und wir müssen die Freiheitsrechte der Bürger sichern. Als ob bei uns der Staat überall die Gefahr wäre und nicht die Kriminalität oder in diesem Fall das Virus. Ich finde, dass manches aus den Fugen geraten, nur der Spahn hätte im letzten Jahr nicht noch 4 Monate diskutieren können im Parlament, dann hätten wir bis heute keine App. Das war leider die Situation. Also bis auf die Beschreibung von Jens Spahn stimme ich Herrn de Vries zu. Ja, wir nähern uns mal so langsam der Zielgerade. Wir hoffen ja, dass irgendwann die Corona-Pandemie vorbei ist. Manche sagen, das Virus geht nie weg, mag ja auch sein, aber irgendwann wird man selbst in Deutschland einigermaßen durchgeimpft sein und die WHO wird den Pandemiestatus auch wieder aufheben. Versuchen Sie doch mal so in einem abschließenden Statement das neue Normal zu beschreiben, auf das wir uns freuen dürfen. Herr Wiesocki. Fantasie und Politik, ne? Ja, wir wollen mal ein bisschen Ausblick reinbringen. Ja, ich merke schon. So, und natürlich glatt als überall. Nein, aber der Punkt ist, dass ich nicht dazu neige, allzu sehr in die Zukunft zu gehen, sondern mich interessieren tatsächlich die nächsten 2-3 Monate. Und die nächsten 2-3 Monate, glaube ich,
Da werden wir mit den Testungen und den Impfungen so weit kommen, dass wir uns dann nicht mehr darüber unterhalten, was alles schiefgelaufen ist, sondern das müssen wir sowieso, aber eben nicht mehr mit dieser Aufgeregtheit, mit der wir jetzt zum Beispiel bestimmte Dinge diskutieren. Aber es ist klar, es geht um Infektion, es geht um Krankheit, es geht um Leben. Sondern dass wir dann darüber diskutieren können, wie lauten oder wie sehen die ersten Öffnungsschritte aus. Und dann sprechen wir nicht mehr über Modellversuche, sondern dann sprechen wir über etwas größere und großflächigere Öffnung. Vielleicht auch von bestimmten Branchen, bei denen das möglich ist. Aber die Grundvoraussetzung ist das, was Herr de Vries auch genannt hat. Eine flächendeckende Impfung, zumindest ein flächendeckendes Impfangebot. Ich habe nicht mehr den Eindruck, dass wir darüber diskutieren, dass ein Großteil der Bevölkerung sich nicht impfen lassen möchte, sondern ganz im Gegenteil. Ich erwarte da eigentlich ziemlich hohe Zahlen, weil alle gesehen haben, A, dass das mit Öffnungen zusammenhängt, aber B, dass es natürlich auch mit dem persönlichen Schutz als auch dem persönlichen Schutz seiner Mitmenschen zu tun hat. Und dann werden wir mit den Testungen so weit sein, dass wir tatsächlich wieder Branche für Branche vorsichtig öffnen können. Worauf wir immer noch gefasst sein müssen, und das ist die Geschichte mit den Mutationen. Aber umso dringender ist es eigentlich jetzt, mit den Impfungen so weit zu kommen, dass wir einen gewissen Grundschutz haben, der auch gegen die Mutationen schützt. Und ich glaube, dass das innerhalb der nächsten 2-3 Monate möglich ist. Und das ist erstmal die Kurzzeitperspektive. Und dann setzt all das ein, was Herr de Vries ja auch erwähnt hat. Dann ist das die Rückzahlung der Schulden, das Wiederinkraftsetzen der Schuldenbremse, die wir hatten. Wir haben jetzt Milliarden auch in das Kurzarbeitergeld geschüttet. Ich glaube, 90 Milliarden war heute eine Zahl, die wir insgesamt ausgeschüttet haben an Überbrückungshilfen, November und Dezember. 25 Milliarden Kurzarbeitergeld, alles das sind Dinge, die wir auch irgendwann wieder zurückzahlen müssen. Aber wir werden uns natürlich dann darum kümmern müssen, wie sieht es aus mit dem Bildungswesen, wie kriegen wir das wieder hin? Weil insbesondere die Situation für diejenigen Kinder, die durch diese Krise ganz besonders gelitten haben, wie wir das wieder hinkriegen. Da gibt es ja jetzt in Hamburg die Idee mit nicht nur Lernferien, sondern tatsächlich auch Betreuung durch Tutoren der entsprechenden Studienzweige. Das wird wahrscheinlich auch bundesweit ja ein Modell werden. Alles das sind Projekte, die wir dann danach ausfahren müssen. Aber wir müssen erstmal aus dieser Situation herauskommen. Herr de Vries, was sehen Sie als das neue Normal, wenn das mal irgendwann durch ist? Also Herr Wiesocki hat im Grunde politisch eigentlich fast alles richtig gesagt. Deswegen will ich die Frage mal versuchen, persönlich zu beantworten. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ich im Sommer meine Eltern wieder in den Arm nehmen kann, wenn ich mit meinen Kindern und meiner Frau mal wieder in den Zoo gehen kann, auf den Hamburger Dom, wenn das stattfinden sollte, wenn man mal wieder essen gehen kann, wenn Kultur geöffnet hat. Urlaub. Ich glaube, das Urlaub machen, alles, was so dazugehört. Ich würde mich auch freuen, ich habe es vorhin gesagt, meine Schwester wollte am Ostermontag ihren Neffen taufen. Das ist jetzt leider auch abgesagt worden. Ich hoffe, dass wir das im Sommer nachholen können, dass wir zum Beispiel auch wieder in Gemeinschaft Gottesdienste so feiern können, wie wir das kennen, nämlich mit Gesang und einer gewissen Fröhlichkeit und nicht Zaghaftigkeit und Abstand und Ängstlichkeit, wie das im Moment so ein bisschen ist. Und ich glaube, dann wird die Gesellschaft auch so richtig einmal durchatmen. Und wir haben enorm viel negative Erfahrungen gemacht. Aber ich glaube, das Positive wird sein, dass man das, was wir immer als normal empfunden haben, besonders wertschätzen werden und es vielleicht nicht mehr als Selbstverständlichkeit betrachten. Das kennen Menschen ja auch manchmal, die schwer krank gewesen sind und eingeschränkt sind. Ich habe das selber auch schon erlebt mit mehreren schweren Operationen. Einem wird irgendwie alles bewusster, man ist lebensfroher, man weiß alles zu schätzen, man trägt auch eine Dankbarkeit in sich. Die Menschen, die gläubig sind, ja auch zum Vater im Himmel. Und ich glaube, das wird am Ende ein positiver Effekt sein. Und ich hoffe, dass das alles so im Sommer eintritt, wie ich das jetzt gerade geschildert habe, für uns alle. Aber es gibt diesen Punkt, gerade Achtsamkeit, also das, was wir in der Krise besonders ja auch wieder gelernt haben, ist, wie geht es meinem Nachbarn oder den Kollegen oder wie ist die Situation in der Hausgemeinschaft, in Anführungsstrichen, alles Dinge, von denen wir eigentlich vorher beklagt haben, dass die sich so langsam aufzulösen beginnen, weil es keinen so besonders interessiert hat. Und wenn es uns gelingt, einen Teil davon in die neue Zeit zu retten, dann wäre damit schon viel getan. Rücksichtnahme, ja. Ja, das ist doch mal ein positiver Ausblick
unseres heutigen Gesprächs hier. Wir werden uns wieder umarmen, wir werden wieder in normale Beziehungen zurückkehren. Und ich gewinne auch den Eindruck, dass Sie und viele andere auch in der Politik wirklich hart dafür arbeiten, um diesen Zustand zu erreichen. Und ich will mal so hier im Namen von Gemeinsam für Hamburg auch einen Dank aussprechen am Politiker. Ich habe den Eindruck, es wird eher kritisiert und es fällt uns auch eher auf, was nicht klappt. Und darüber wird ja auch eher berichtet, kommentiert und geschrieben. Aber im Großen und Ganzen können wir, glaube ich, sehr dankbar sein, wie unser Land regiert wird. Und in dem Sinne möchte ich Ihnen unseren Dank mal aussprechen. Auch danke, dass Sie heute Abend gekommen sind, sich Zeit genommen haben für dieses Podiumsgespräch hier. Dann danke ich auch ganz herzlich unserer Mannschaft von der Technik, die uns hier begleitet hat, damit das alles hier ausgestrahlt werden kann. Und wünsche Ihnen allen noch einen guten Abend und bleiben Sie gesund.